Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, was haben wir hier heute zu stehen? Und zwar das Freiberger 1863 Jubiläumspilz. Ja, und zwar mild hopfig oder hopfig mild. Ja, habe ich bekommen beim Rösler. Da gab's das und im Freiberger musste ich so ein bisschen an die Pizza denken. Freiberger Pizza, da habe ich mal gearbeitet, ganz früher mal noch, so von der Zeitarbeit aus. Dann Pizzateig-Container immer mit einem Kercher aussprühen. Wow, gruselige Erinnerung, eine kleine Anekdote am Rande. Ja, und heute habe ich dann entdeckt, Freiberger habe ich noch niemals getrunken. Also erste Mal, dass ich überhaupt Freiberger Bier trinke, wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Kommt wie gesagt aus Sachsen, hat 4,9% Umdrehungen. Aus der Brauerei Freiberger natürlich. Und ja, ist ein Jubiläumspilz. Jetzt ist natürlich nicht das Pilzjahr, wie gesagt, 1863, sondern ich glaube 1843 gab es das erste Pilz, das Rezept, diesen Sud dafür. Das ist an anderer Stelle, das werden wir auch nochmal, das Pilz in der Urquell mal durchnehmen. Das Urige. Ja, was haben wir drin? Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, kein Hopfenextrakt und ja, soll wohl recht gut abgestimmt sein, das Ganze. Wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Vom Etikett her, ja, ist klar, ist alt auf neu getrimmt, ne? Und ja, okay, kommt hier so eine Longneck-Flasche, ne? Hier so eine, mit so einem langen Hals halt. Okay, würde ich sagen, machen wir es auf und dann werden wir mal sehen, wie es schmeckt. Ich bin gespannt, Leute, und ich habe richtig Bierdurst. Ist nämlich Wochenende, das ist richtig gut und mein erstes für heute. So, haben wir also noch einen langen Abend vor uns. So, da haben wir erstmal hier den Kronkorken. Steht auch drauf in Weinrot 1863. So, auf weinrotem Grund, um es ganz genau zu. Das riecht aber ganz nett. Oh, okay. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, hinten steht noch ein bisschen Text drauf. Das verlese ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal machen. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Wir können ja auch Doppelbier trinken, ne? Das geht auch. Aber erstmal hauen wir mal die ganzen Biere alle weg. So, und wir schenken es ein. Und zwar wieder in unserem Klassiker hier, in unserem Krügelein. Achtung, es geht los. Blub, 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 blub. Klingt sehr gut. Ja, kleine Welle, läuft recht gleichmäßig hinein, recht geschmeidig. Okay. Oh, da entwickelt sich einiges. Oh, der Klang ist aber schön. Hat wirklich einen schönen Klang, das Bier. Oh, das hört sich an wie so ein Brunnen, der da plätschert. Was ist das denn? Wie kommt denn dieser Sound zustande? Huch, jetzt sind wir aber ein bisschen zu hoch gegangen. Ne? Das ist aber ein bisschen mehr als ein 0,4er. Naja, über dem Eichstrich drüber. So, obwohl ab der Hälfte reingegeben, eine Blume, von der eigentlich gar nicht wirklich die Rede ist, aber erstmal von der Optik her, erster Eindruck, ist ein Bier. Ganz klar, gibt sich als Bier zu erkennen. Ja, und zwar ziemlich zweiseitiges Schwert, würde ich mal sagen. Also, erstmal eine Blume, die ist weg. Also, ich habe gerade mal das Bier als Bier identifiziert und schon ist die Blume weg. Das ist ja mal, also das ist noch nicht mal ein Viertelfinger. Absolut Daumen runter, was soll das? Also das ist ja mal total ärgerlich hier. Und wie gesagt, das Glas ist vorher kalt ausgespült gewesen und da ist kein Spülmittelrest drin. Der Flaschenhals war auch nicht in der Schaumkrone drin, in der Blume. Deswegen, da erwarte ich wesentlich mehr und auch hier, da passiert überhaupt nichts. Also da lacht einen weder etwas an, das sind keine begrüßenden Luftbläschen drauf, die Hallo sagen oder so, da passiert gar nichts. Das ist keine Kraterbildung, da ist nichts Lineares. Das sieht aus wie Pisse, muss man ganz klar sagen. Das ist absolut unästhetisch von der Blume her. Regt mich ein bisschen auf. Da habe ich schon Discounter-Biere gehabt, die von der Qualität wesentlich höher waren von der Blume. Habt ihr ja selbst gesehen auf dem Kanal. So, ansonsten, was haben wir da? Da haben wir auf jeden Fall eine gute Filtrierung bei so einem recht, ja, hellen bis in den mittleren Bereich. Doch eher so einen mittleren Goldton, würde ich sagen. Eine goldene Färbung, Mittelgold. Ist nicht ganz so kräftig, aber auf jeden Fall sieht es ganz gut aus. Eher saftig, nicht wässrig, das finde ich gut. Ja, unten beim Blumenteppich brauche ich gar nicht zu gucken, weil da ist einfach nur ja, klare Sicht nach oben, wenn man das so sehen will. Und wir haben schöne kleine Schwebeteilchen drin durch die Kohlensäure und die sprudeln tatsächlich auch recht gleichmäßig. Das mag man gar nicht glauben, dadurch, dass da keine Blume drin ist. Hätte ich da eigentlich erwartet, dass da eigentlich gar nichts passiert, aber das sieht tatsächlich sehr ordentlich aus und sehr anständig. Also bis auf den Fakt, dass dort keine Blume vorhanden ist und das absolut unästhetisch aussieht, ist es eigentlich ganz hübsch.
von der Farbe her und von dem, wie gesagt, dieser Frische, dieses Spritzige, was es sonst vermittelt. Ja, wie wollen wir das bewerten jetzt? Das wird ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, ein Bier ohne Blume ist für mich kein Bier und aus diesem Grund optische Erscheinung 3 und das ist schon großzügig. 3 von 10 Punkten, da gibt es wie gesagt Besseres, ja gerade in diesem Preisbereich drin. So, machen wir mal ein Anschnuppern, mal sehen, was da los ist. Okay. Interessant. Riecht recht fruchtig, muss ich sagen. Also recht fruchtig. Man merkt ein bisschen so, ne, das schwingt ja immer mit so dieses schöne Getreidefeld. Eigentlich ganz angenehm. Leicht, frisch, fruchtig, getreidig. Das sind so die Aromen, die man als allererstes beim ersten Anschnuppern so wahrnehmen kann. Also auch hier muss ich sagen, eigentlich recht solide. Ist angenehm, definitiv. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Antrunk. Erste Mal mit diesem Bier in Berührung gekommen. Naja, hoffentlich schmeckt es besser, als es aussieht. Also ihr Lieben, ne, das machen wir gerne zum Wohl. Ne? Wollen wir mal. Interessant. Ja, also der Antrunk funktioniert auf jeden Fall. Die Aromen im Bier selbst entwickeln sich im gesamten Mundraum, ist sehr vollmundig, also der gesamte Mundraum wird ausgehöhlt, finde ich sehr gut mit den einzelnen Aromen. Auch schön aufgeteilt, es kommt nicht alles auf einmal, es gibt verschiedene Bereiche, wir haben zum Beispiel den Alkohol, diese 4,9 Umdrehungen, die bewegen sich eher so im hinteren Bereich der Zunge, da zwickeln sie ein bisschen, aber sehr angenehm. Dann haben wir einen ziemlich großen Fruchtkörper schon, allein im Antrunk. Da muss ich sofort an Pfirsich denken, Nektarine, Mandarine, sowas in diese Richtung. Sehr überreif, sehr, sehr süß. Finde ich sehr gut, aber es ist jetzt nicht so süß, dass es unangenehm wird. Denn in Kombination haben wir ganz klar den Gerstenmalz, den man auch rausschmeckt. Der hat nicht so viele Röstaromen, ist also eher ein milderer Vertreter. Und das Gehopfte, diese Bitterstoffe vom Hopfen halt, ne, dieses Herbere auch, das schwingt sehr schön mit. Das ist sehr schön ausgewogen im Antrunk, das muss man wirklich sagen, richtig toll. Also das hat Spaß gemacht in den ersten Schluck. Der Mundraum wird richtig gut vorbereitet. Bin ich mal gespannt jetzt auf den Mittelteil, das heißt, wir können uns jetzt mal einen größeren Schluck erlauben. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Ja, die Aromen, diese Geschmacksnuancen, die wir schon im Antrunk hatten, die entwickeln sich jetzt tatsächlich im Körper, in diesem Charakter des Bieres definitiv wieder. Weiter vor allen Dingen auch, nicht nur wieder, sondern auch weiter. Denn diese Fruchtnote, die dort mitschwingt, vielleicht einige kennen es vielleicht. Silvester gibt es dann immer so, manche sagen dazu immer Punch-Sekt oder so. Ne? Da gibt es dann immer so einen Sekt mit Pfirsich. Das erinnert mich daran ein bisschen. Das sind so eine leichten Nuancen, so diese Fruchtnuancen, die da mitschwingen. Finde ich sehr angenehm im Bier, muss ich wirklich sagen. Das vermittelt so eine sommerliche Frische irgendwie und das gibt nochmal so eine angenehme Süße ab. Das ist mir lieber als irgendwie da so einen Zuckersirup da drin. Also das finde ich richtig toll, ehrlich gesagt. Und das macht Spaß zu trinken, weil diese Kombination Fruchtsüße, leicht so irgendwie, ne, so Mandarine, Pfirsich, alles dieses, sich prima mit dem Hopfen da ergänzt. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und das macht Spaß. Das ist auch komplett im gesamten Mundraum findet sich das wieder. Ja, da passiert jetzt nicht mehr. Also das, was wir am Antrunk hatten, das bleibt auch so. Aber trotzdem eine recht spannende Geschichte, finde ich. Es ist auf jeden Fall gut ausgereift. Also das schmeckt wie ein reifes Bier. So wie ob ein voll ausgereiftes Bier. Finde ich gut. So, machen wir mal noch schnell mal einen Abgang. Ja, und das ist schön samtig. Und da kommt dieser Fruchtkörper auch nochmal mit dem Hopfen richtig nochmal hervor. Und bleibt auf der Zunge auch im Nachgeschmack haften. Und damit kann man tatsächlich ein paar Minütchen, ja,
durchaus verweilen. Also sehr, sehr ausgereift. Ja, fassen wir zusammen. Freiberger Jubiläumspilz 1863. Interessantes Bierchen, muss ich sagen. Es ist ein zweiseitiges Schwert. Also von der Optik her, besonders die Blume, absoluter Schwund, absoluter Mist, absolut unästhetisch. Sieht absolut nicht gut aus, gefällt mir absolut nicht. Das habe ich ganz oft absolut gesagt, aber ist tatsächlich so. Optik war wirklich furchtbar. Ja, das macht alles andere als Appetit auf ein Bier. Antrunk, sensationell. Da passiert ordentlich was. Da ist genau im Antrunk verhält sich das Bier so, wie es sich verhalten soll. Es soll den Mund, die Mundhülle vorbereiten auf das Bier, auf die Geschmäcker, auf die Aromen. Und das hat es geschafft. Perfekt. Also da kann man Höchstwertung geben. Im Mittelteil, im Körper und Charakter hat sich's entwickelt und noch weiter entwickelt. Das fand ich auch recht gut. Aufbauend bis zu einem gewissen Punkt. Und zum Abgang hin ist es samtig und es kommen auch nochmal die Haupt, sage ich mal, Aromen zum Vorschein. Das ist wie gesagt so dieser Pfirsich, Nektarine, Mandarine. Schön überreif das Ganze in Kombination mit diesen Hopfen. Also eher ein mildes, frühlingshaftes, ausgereiftes Bier, Pilz. Doch, als Pilz würde ich es tatsächlich wahrnehmen, wobei dieser Fruchtnote dort drin gar nicht mal so zwingend für einen Pilz nötig wäre oder Standard wäre. Ne? Genau, Standard, können wir so ausdrücken. Ja, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig jetzt mit der Bewertung. Wie bewertet man das? Ich habe ja schon gesagt, vom Aussehen her hatten wir 3 Punkte gegeben, vom Geschmack allerdings kann es tatsächlich meinen Gaumen treffen. Also es ist schon lecker. Ist auch süffig, Leute, ja? Also da kann man wirklich... kann man nicht einen Abend mit verbringen. Zweifelsfrei, also die Rezeptur ist super. Ja, erstaunlicherweise muss ich wirklich sagen, 7 Punkte. Ich gebe 7 von 10 Punkte für dieses Bier, auch wenn es scheiße aussieht. Es schmeckt. Ganz klarer Fall, das schmeckt. Da mag man gerne noch eine zweite oder eine dritte Flasche von trinken. Ja, vielleicht mit verbundenen Augen. Vielleicht wird es dann was. Ja, müssen Sie sich mal ein bisschen... ja, oder war vielleicht eine Flop-Flasche. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müsste man sich nochmal eine Flasche holen und überprüfen, ob da wirklich keine Blume da ist. Und ja, das müsste man mal gucken. Aber ich meine, hier sieht man ja gar nichts drin. Komisch. Bin mal gespannt, ob der Mario sich das auch mal irgendwie schnappt, ne? Der Jockettmiss, ob bei ihm dann eine Blume ist. So, wir sind erstmal wieder draußen. Kümmere ich mich selbstverständlich jetzt noch drum. Das wisst ihr, ne? Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Biertest, Freunde. Bis dann. Ciao, euer Biersüffler.